In der folgenden Einheit betrachten wir 8 Erfolgsfaktoren, die sich quer durch die 6 Phasen eines lebenszyklusorientierten Hochbaus ziehen. Absicherung der Bestellqualität. Messbare Nachhaltigkeitskriterien. Betriebskostenoptimierung und Werterhaltung. Integraler Planungsprozess. Lebenszykluskosten. Eine auf die Risikoverteilung abgestimmte Finanzierungsform. Digitale Gebäudemodelle. Und lebenszyklusorientierte Verträge. Der Bauherr ist Geschäftsführer des Projektes auf Zeit. Für ihn ist insbesondere wichtig, dass er am Anfang klar weiß mit seiner Mannschaft, mit seiner internen, in seinem Kerngeschäft, was er denn eigentlich braucht. Also Bestellqualität sichern. Er muss es dokumentieren, er muss einen Übersetzungsprozess so organisieren, dass es Planer, Errichter und Betreiber später auch verstehen. Wenn er das gemacht hat, dann wird er im zweiten Punkt Risiken ausloten. Er wird schauen, entlang welcher Ressourcen er intern und extern seine Projektorganisation aufstellt. Er wird entlang dieser Projektorganisation dann entscheiden, was macht er selbst, beziehungsweise was will er fremd vergeben, und wird dann Verträge gestalten. Wichtig dabei ist, dass die Verträge partnerschaftlich sind, dass sie so aufgebaut sind, dass nachträglich nicht nachjustiert werden muss. Neben den Verträgen ist es wichtig, dass er die Finanzierung organisiert. Wenn er das alles gemacht hat, das macht er alles in der frühen Phase, dann kann er sich eigentlich, wie in jedem Unternehmen, auf eine Controlling- und Steuerungsrolle konzentrieren. Er hat sich die Grundlagen geschaffen, dass er dann eine lebenszyklusorientierte Steuerung macht. Das heißt, er schaut auf die Investitionskosten, er schaut auf die Betriebskosten und er schaut, ob die Wirkung, die das Gebäude erzeugen soll, im Kerngeschäft auch entsteht. Bleiben wir gleich bei den lebenszyklusorientierten Verträgen. Was sind aus rechtlicher Sicht die wesentlichen Erfolgsfaktoren eines lebenszyklusorientierten Gebäudes? Diese 8 Erfolgsfaktoren, die die IG Lebenszyklus definiert hat, sind aus Sicht der Planung in 3 Aspekten besonders wichtig. Der erste Aspekt: die Formulierung einer perfekten Bestellqualität, bevor der Planer überhaupt auf den Plan tritt. Wir haben ganz bewusst 2 Phasen vor die Planung gestellt, die erfüllt werden müssen, und zwar vom Bauherrn erfüllt werden müssen, bevor der Planer auf seine Aufgaben losgelassen wird. Die zweite Geschichte ist dann der integrale Planungsprozess selbst. Der Bauherr hat die Aufgabe, am Beginn des Planungsprozesses sämtliche Kompetenzen, um einen Tisch zu vereinigen, um einen Tisch zu versammeln und die zum Zusammenarbeiten zu bewegen, durch seine Führung, durch seine vertraglichen Rahmenbedingungen und durch die Kultur, die er damit vermittelt. Und last but not least, glaube ich, ist die Zeit reif, dass genau diese Prozesse unterstützt werden von einem digitalen Gebäudemodell, dass diese Übung sozusagen im digitalen Raum, bevor der erste Beton fließt, bevor der erste Ziegel gesetzt wird, 1:1 umgesetzt werden kann und auch auf seine Beständigkeit überprüft werden kann. In der langen Phase der Gebäudenutzung ist besonders auf eine nachhaltige Bewirtschaftung zu achten. Das benötigt eine ausgewogene Balance von Betriebskostenoptimierung auf der einen Seite und maximaler Werterhaltung der Immobilie auf der anderen Seite. Dabei ist es jedoch entscheidend, dass es besonders in der Ausführungs- und in der Nutzungsphase zu einer sehr hohen Komplexität durch das Zusammenwirken sehr vieler verschiedener Menschen kommt und dass diese Komplexität nur auf dem Fundament einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit gelöst und zielorientiert geschafft werden kann. Unter einem kaufmännischen Blickwinkel sind es insbesondere 3 unserer 8 Erfolgsfaktoren, die uns am Herzen liegen. Zunächst messbare Nachhaltigkeitskriterien. Aus kaufmännischer Sicht bedeutet das messbare Steuerungsgrößen, die so definiert sind, dass ihr Zustandekommen klar ist und die Vorgabe klar ist.
Ich brauche auch in einem Bauprojekt als kommerzielles Projekt ganz klare kaufmännische Vorgaben im Sinne von Ergebniseffekte, Eigenkapitaleffekte, Cashflow-Effekte oder sonstige Key Performance Indicator, die mir es erlauben, das Projekt im Sinne des Kerngeschäfts und der Unternehmensstrategie in das gewünschte Ziel zu steuern. Das bedeutet, und damit komme ich zum zweiten der von uns sehr wesentlichen Erfolgsfaktoren, das bedeutet, ich kann nur Lebenszykluskosten betrachten. Es ist in Betrachtung eines Unternehmensgegenstandes, eines Geschäftsmodells eines Unternehmens völlig undenkbar, heute Investitionsrechnung auf Basis von einem Teil der Wartbankkosten zu führen und dem dann wahrscheinlich über viele Jahre Erträge gegenüberzustellen. Also Lebenszykluskosten als Grundsatzplanansatz wie in jeder anderen Investitionsrechnung im unternehmerischen Bereich eine absolute Notwendigkeit. Der dritte Erfolgsfaktor, den wir aus kaufmännischer Sicht besondere Bedeutung beimessen wollen, ist das Thema Risiko. Risiko wird sehr gerne sehr mathematisch mit viel Rechenaufwand und viel wissenschaftlich-methodischem Hintergrund betrachtet, was in der Regel im Bauprojekt zu wenig Ergebnis führt. Aus unserer Sicht ist kaufmännischer Risikoprozess und kaufmännisches Risikomanagement sehr einfach, mit wenig Aufwand darstellbar, solange man die Grundlagen beherzigt. Risikoidentifikation, sich wirklich alle Risiken zu vergegenwärtigen, sie aufzuschreiben und zu dokumentieren, die im Laufe des Projektes entstehen können. Sich eine Sicht und einen Konsens zu verschaffen über die Auswirkungen dieses Risikos und wie wahrscheinlich ihr Eintritt ist und daraufhin dann die entsprechenden Mitigations- und Allokationsstrategien aufzusetzen. Das muss nicht hohe Wissenschaft sein, das ist vor allem Disziplin in der Vollständigkeit und im Zuendeführen der notwendigen Einschätzungsdiskussionen über alle Disziplinen, Recht, Technik, Architektur, kaufmännische Sicht hinweg zu einem gemeinsamen Ergebnis. Die Einbindung der juristischen Expertise, und zwar von Anfang an und begleitend, nicht nur im Streitfall, ist einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren. Oder anders gesagt, ohne lebenszyklusorientierte Verträge kein gutes Gebäude. Jeder am Bauprozess beteiligte Bereich leistet seinen Beitrag, phasen- und bereichsübergreifend. Der Bauherr hat es in der Hand, sein Projekt prozessorientiert zu bestellen und so ein Gebäude zu erhalten, das von Anfang an höchst wirtschaftlich auf den gesamten Lebenszyklus abgestimmt ist.